Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ihr hört es an der Musik. Neue Aufnahmesession, allerdings jetzt nur eine Folge. Ich nehme dann halt bis, weiß ich, 0 Uhr auf und dann mache ich die Nachthorde am Stück. Das kriege ich heute nicht hin. Ich muss euch was gestehen. Ich habe hier schon ein bisschen weitergebaut, offline. Wollte ich eigentlich nicht. Ich dachte mir, ich hatte hier eine Tür reingesetzt. Ich glaube, das habe ich noch im Video gezeigt, glaube ich, ne? Und dann dachte ich mir, ach komm, fängst du mal eine Rampe an, dass du da hochlaufen kannst, weil eine Tür ist blöd, die lockt die an. Und dann habe ich ein paar Frames gesetzt und dachte mir, ach komm, die untere Reihe wertest du auf. Und wenn du dann erstmal dabei bist, kannst du auch nicht aufhören damit. Warte mal, was brummt denn hier so? Irgendwie brummen meine Boxen gerade. So, okay. Ich kann hier runter, da unten geht mein Tunnel darüber. Mit dem Tunnel habe ich aber noch ein großes Problem. Ich komme die Leiter. Ich bin die einmal raufgekommen und dann nie wieder. Ich glaube, da muss ich mich jetzt in der Nacht nochmal durchhacken. Die Leiter an dieser Schräge ist, ich will sie mal sehr problematisch nennen. Das ist noch freundlich ausgedrückt. Weiß ich nicht, da muss ich mir echt was einfallen lassen. Was ich mit der mache. Jetzt sollte ich mal was trinken hier. Und ich sollte mir eigentlich auch nochmal Wasser besorgen. Ne? Also, auch das machen wir. Wir gehen jetzt doch mal eben in die Stadt und besorgen uns Wasser. Das können wir mal eben machen. Grain Alkohol. Ja, das geht, ja, es hält ja jetzt auch nicht ewig, nanu. Okay, machen wir das. Dann können wir mal eben rübergehen in die Stadt und uns Wasser besorgen. Das kippe ich mal eben rein alles. Ist egal, da kommt es jetzt nun auch nicht mehr drauf an. Da kommt es jetzt wirklich nicht mehr drauf an. Die Fire Axe, die repariere ich mir nochmal eben. So, den Kaffee können wir ja lassen. Ja, und dann lasse ich die Sachen auch hier, weil ich vielleicht dann noch was looten kann unterwegs. Das wäre ja gar nicht mal so schlecht. Das könnte man dann gleich mal gucken. Wollte ich jetzt eigentlich gar nicht machen. Ich wollte jetzt gar keinen Loot-Ausflug machen, aber ja, da kommen die Frames, behalte ich, und das Holz brauche ich auch nicht. Und eine Schaufel brauche ich auch nicht unbedingt. So, passt. Vielleicht ein bisschen zu viele Sachen dabei, aber das machen wir mal eben. So, Deckel zu. Und ups. Oh, hat er noch funktioniert. Okay, dann mal eben kurz zum Poolhaus. Und dann würde ich ganz gerne diesen Schacht da nächste Nacht fertig kriegen. Ich glaube, das ist am besten, wenn ich das nachts mache. Hey. Haha. Haha. Das war wahrscheinlich das einzige Nest, was ich jemals im Waldgebiet finden werde. Da vorne rennt ein Zombie rum. Den will ich nicht haben. Warum habe ich überhaupt die Axt? Nimm mal den Knüppel mal in die Hand. Ach, hier rennen ja auch schon wieder genug rum. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht auf so einen Bären treffe. Ja, du schreist ja schon. Was macht meine Ausdauer? Läuft. Ey. Oh, da hat der richtig gut Munition gehabt. Oh, da kommen doch ein paar mehr. Läuft. Und nehme ich auch noch. Vielleicht hast du auch noch mal Munition. Und tschüss. Bist du wohl? Nö. Ja, kann doch nicht jeder Munition dabei haben. So. Wer weiß, vielleicht finde ich hier noch ein schönes Buch oder so. Das habe ich die Autos schon gelootet. Na, nehmen wir mit. Eisenpfeile sollte ich mir auch herstellen, habt ihr mir geschrieben. Guck mal, was krabbelt denn da? Ja. Na,
Wenn du darüber springen kannst, dann bist du echt gut. Dann bist du aber echt gut. Lassen wir ihn doch da mal vor sich hinkrabbeln. Das Poolhaus war, glaube ich, irgendwo da. Oh, ein Huhn. Oh, ein wehrloses Huhn. Yes. Habe ich ein Messer dabei? Nee. Dann machen wir das mit der Axt. Das müsste auch gehen. Es ist schwierig, dass das Huhn noch so zappelt. Und jetzt habe ich wieder so viel... Wo ist denn das Poolhaus? Da ist das Poolhaus. Dann gehen wir doch halt mal direkt rüber. Wo ist das Poolhaus? Ach, hier ist ein Pool. Oh, noch ein Huhn. Oh, das kriege ich jetzt aber nicht, das Huhn. Ja, hier ist ein Pool, das ist super. Oh, es ist... nicht langsam. Gerade. Weil ich höre sie auch schon hinter mir. Ja. Okay, dann machen wir mal. So tief wollte ich nicht ins Wasser. Und bloß nicht versehentlich trinken. Das wäre jetzt nicht gut. So, passt. Ah, eine Schwester. Sehr schön. Guten Tag. Okay, ich würde sagen, wenn wir schon mal hier sind, können wir doch auch in das Haus mal eben schnell rein, oder? Achso, das ist nur Holz. Ich dachte, das ist der Metall verstärkt. Nur mal sicherheitshalber eben. Kann ich schaden. Oh, hier sind doch mehr, als ich dachte. Oh ja. Mal gucken, wann die ersten hier durchkommen. Das klingt unangenehm. Schön klingt das nicht. Okay, hier ist nur... Echt, wo sind die Jungs denn? Oh, das ist übel, ist das. Es ist echt unangenehm, das Geräusch. Weil man nicht weiß, ob die nicht jeden Augenblick hier reinkommen. Wahrscheinlich tun sie das. Das übel. Ja gut, ich habe Fleisch in der Tasche. Ich muss hier raus. Ich werde wahnsinnig. Ich werde echt wahnsinnig. Ich glaube, ich habe da auch einen Küchenschrank eben nicht sauber gelootet, aber ich... Echt, ich werde wahnsinnig bei den Geräuschen. Das geht gar nicht. Boah, ist das laut. Das waren nur die zwei. Krasse Sache. Ja, komm raus. Oh. Komm, kipp um. Ja, wollte ich davon meinen. Ja gut, ich habe Fleisch in der Tasche, ne? Ist mir klar, dass ich die anlocke, aber... Boah, nee, ey. Das waren keine guten Geräusche. Wirklich nicht. Die haben mir überhaupt nicht gefallen. Ich glaube, ich gehe hier nochmal eben schnell rein. Ich locke hier aber die ganze Nachbarschaft an, ne? So, das können wir scrappen. Das können wir scrappen. Das können wir scrappen. Das kann weg. Und das scrappen wir auch. Und was haben wir hier noch drin?
Ja, da kommen sie doch auch schon durch die Wand. Ein Hunting Rifle Barrel, die brauche ich nicht. Komm, den kann ich auch scrappen. Und ja, nochmal drei Gläser, haben oder nicht haben, ne? Haben oder nicht haben. Aber so eine richtige Ruhe für eine Lootour habe ich jetzt gerade auch nicht. Wow, shit! Oh, das Geräusch kam mir so nah vor. Ich habe meinen Finger an der Tastatur geklemmt. Glaubt es nicht. Nee, echt jetzt? Habe ich? Au. Verdammte Axt. Ich habe den irgendwie so reingeknüppelt, den Finger. Oh. Komm, schnell. Die hier beseitigen. Ja, egal. So, und hier. Und schmeiß mal meinem weg. Nimm wir. Read. Aufnehmen. Und essen. Alles klar. Super. Ja, scheiß auf die Dose da. Nimm wir noch mit. Komm, den brauche ich nicht. Da mache ich mir vielleicht eine Mine draus, in die ich dann später reinlaufen werde. Ganz sicher. Ganz sicher, dass ich dann in die Mine laufen werde. Wir können den Trash hier nochmal durchsuchen eben. Und vielleicht treffen wir noch einen Huhn. Oh, ein Beutel. Ah. Ach so. Hm. Ja gut, dann essen wir das. Jetzt müssen wir mal was trinken. Sonst verlieren wir wieder Wellness. Das muss ja nicht sein. Was brauche ich? Warum habe ich die denn schon wieder? Schießpulver nehmen wir mit. Und da waren wir schon dran. Ui, da ist das Huhn. Was macht die Ausdauer? Muss gehen. Muss reichen. Huhn, komm her. Yes. Sauber. Dann habe ich ja doch wieder ein paar Federn, um mir dann diesmal aber Metallpfeile herzustellen. Sag mal. Achso, die ist schon tot. Ja, sehr witzig. Komischer Bug. Ah, ich will die eigentlich gar nicht alle looten. Moment. Scrap. Das ist schwierig, dass die da immer noch steht. Das ist mal echt schwierig. Uff. Recipes, Paper, Craft. So, dann kann man den mitnehmen. Ja, jetzt hat er mich natürlich gesehen. Ne? Ja, Autoreifen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Achso, die ist auch schon erledigt. Dann können wir ja uns mal eben satt essen. Bevor das verkommt. Das wäre ja auch schade drum. Und ein Breath Radiator. Ich weiß, dass es wahrscheinlich besser ist, den nicht zu scrappen, sondern einzuschmelzen. Aber bevor ich den da jetzt liegen lasse, scrap ich es lieber und habe das Material bei mir. Weil, ganz ehrlich, keiner von uns glaubt, glaube ich, ernsthaft, dass ich da sonst jemals nochmal wieder hingehe und den hole, oder? Also halte ich das so für die beste Lösung. So, was hast du denn dabei? Ja, nee, ich will jetzt auch zurück. Es wird langsam dunkler. Und ich, wie gesagt, ich muss in der Nacht mich da um den Notausgang nochmal kümmern. Unbedingt. Und ich muss bis morgen noch meinen ersten Stock fertig haben. Das kann ich so nicht lassen. Wenn dann Hornissen ankommen oder so, dann habe ich auch ein Problem. Aber wir haben jetzt was zu trinken. Das könnte ich ins Campfire tun. Ja, ich warte auch drauf, dass ich mir da mal die Knochen dran breche. Nicht nur ihr, ich auch. Und runterfalle und... Das kann auch nicht lange dauern. So. Ich mache das trotzdem jetzt noch nicht fertig.
Das Essen mache ich auch noch nicht fertig. Das kommt auch erstmal weg. Das Moldy Bread kommt da rein. Die Sandwiches, die könnte ich eigentlich für mich... Nee, mache ich auch nicht. So, den Kaffee habe ich. Alles klar. Läuft. Läuft. Soweit läuft das. Ich sollte ein bisschen mehr trinken, ne, damit ich mich selbst heile. Kam ja auch in den Kommentaren, dass das vielleicht keine so schlechte Idee wäre, wenn ich das tun würde. Ich packe das erstmal alles weg. Ich brauche das jetzt gerade nicht. Ich werde morgen tagsüber, den Splint behalte ich aber, sehr viel herstellen. Das kann auch weg. So. Was brauche ich jetzt? Ich brauche meine Woodframes, die ich habe. Ich brauche... jetzt habe ich sie wieder aufgenommen. Ne? Ein bisschen Holz. Hier habe ich auch nochmal Woodframes. Die Treppen nehme ich mal mit und da nehme ich ein bisschen was von mit. Und damit passt das auch. Und mit den Sachen, die ich jetzt habe, kriege ich die Nacht doch durchaus rum da drüben. So würde ich das sehen. Was ich mir jetzt eigentlich machen müsste, wäre ein Aufgang, ein Treppenaufgang bräuchte ich eigentlich. Eigentlich bräuchte ich da hinten noch einen künstlichen Zugang, hätte ich was gesagt, einen Aufgang. Aber ich habe in erster Linie habe ich jetzt hier ein Problem. Ich muss mich hier einmal durchgraben. Ich brauche eine Schaufel. Die hätte ich natürlich hier gelassen. Ich brauche meine Schaufel, brauche ich. Unbedingt. Ohne Schaufel geht hier gar nichts. Und dann hoffe ich, dass es besser wird. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht mehr in dieser Folge gemacht haben, aber ich sehe jetzt gerade auch gar keine andere Option, Jungs, als das doch mal eben zu machen. Okay. Das Problem ist, dass ich wahrscheinlich gleich runterfallen werde. Ups. Okay, so. Ich muss da jetzt die Frames reinsetzen. Anders wird es nicht gehen. Aha, okay. Schwierig. Das wird jetzt aber eine Aktion werden hier. Okay, so. Und? Nee. Okay, das geht gut. Auch immer ich da jetzt hochgehen konnte. Das ist schwierig. Ich breche mir bestimmt die Haxen hier. Ich muss die Leiter wegnehmen. Also wie gesagt, hier hoch, wenn man erstmal hier drin ist, ist alles in Ordnung. Aber ich komme hier nicht hoch. Ich hoffe nicht, dass mir der ganze Kram gleich auf den Kopf fällt hier. Aber es müsste, eigentlich müsste es halten. Okay. Oh, schwierig. Ist denn da noch Erde? Ja. Nee, nicht so richtig. Das ist schon mit schon Stein. Okay. Oh, echt. Könnte gerade so ein bisschen würgen. Okay, dann machen wir es halt von unten. Das ist sicherlich auch die bessere Lösung. Aber ich bin hier nicht mehr hochgekommen. Ich habe hier schon versucht, Sachen zu machen. Ich habe es einmal geschafft, da hochzukommen. Und danach nie wieder. Es ging einfach nicht. Weil man, ich weiß nicht, keine Ahnung. Es liegt an diesem merkwürdigen Leitersystem, was das Spiel hat hier. Und deshalb, mir bringt ja ein Notausgang mit einem Fluchttunnel nichts, wo ich 30, 40 Mal versuchen muss, hochzukommen. Das hat ja überhaupt gar keinen Wert. So, und das liegt mir wirklich am Herzen, dass ich das jetzt fertig kriege. Weil sonst habe ich morgen keinen Fluchttunnel. So,
Jetzt habe ich natürlich oben ein paar Leitern zurückgelassen. Ah ne, ich habe hier Leitern. Alles klar, super. Dann brauche ich ja keine herzustellen. Dann machen wir nochmal welche hier ran. Und machen das jetzt mal schrittweise. So, und ab hier, da war kein Weiterkommen mehr. War keine Chance. Die muss ich wohl alle nochmal zerhauen. Und jetzt ist hier Dings angesagt. Ich habe doch eben Sand gehört hier. Ich muss es, wie gesagt, auch nicht verstehen. Ne? So. Naja, wie gesagt, das ist das Letzte, was ich noch machen muss. Und dann werde ich mir noch einen Zugang von außen, auch so eine Rampe bauen. Ich hatte mal gehört, dass Rampen sehr gut sind. Ermon, der setzt, glaube ich, sehr viel auf Rampen. Da kann es natürlich auch gut sein, dass die Zombies die Rampe hochrennen, am Ende runterfallen. Und ich glaube, das war mal in seinen Videos zu sehen, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Also ich muss dazu mal in der Schande geschehen, dass ich nur die Folge gesehen habe, wo er die gebaut hat. Ich habe nicht noch die Folge gesehen, wo die Zombies wirklich kamen. Aber ich will mal annehmen, dass das noch gut funktioniert hat. Ja, und ansonsten kannst du mir mal noch einen Tipp geben, in welcher Folge das war. Dann gucken wir da mal rein. So, ich sage immer nur ganz gern, wenn ich mich noch daran erinnern kann, wo ich es gesehen habe, weil ich mich eigentlich nicht gerne mit fremden Federn schmücke. Weder im Let's Play noch irgendwie im privaten oder im Berufsleben. Das ist überhaupt nicht meine Art. Da lege ich auch sehr viel Wert drauf. Außerdem bricht man sich ja keinen Zacken dabei aus der Krone. Ich bin froh, dass ich das jetzt anscheinend hier doch hinkriege mit den Leitern und dann hochkomme. Auch wenn das eben etwas echt... dann nochmal runterzufallen und sich ein Bein zu brechen. Aber gut, ich will morgen sowieso nicht so weit laufen und mich nicht so viel bewegen. Das passt schon. Ich mache die Aufnahme jetzt hier noch ein bisschen. Wir haben ja, also ich werde die Folge natürlich vor 12 Uhr beenden, weil dann ist Tag 21 und da möchte ich nichts riskieren, dass... dass mir da irgendwelche Hordenprobleme entstehen. Hier ist nochmal, sieht nach Erde aus. Ist es auch schön. Habe es ja doch noch geschafft, was? Ach, hier waren ja noch vier. Na, okay. Na, wir brauchen doch noch ein paar mehr. Nee. Okay, jetzt kommt der Test. Gehen wir mal runter. Ja, ob ich das mal eben aufwerten sollte noch? Ob das geht, hinter der Leiter etwas aufzuwerten? Ja. Nicht so richtig gerade. Nee. Nee, geht nicht mehr. Das ging nochmal. Okay. Was? Reparieren ging, aber aufwerten nicht? Was ist denn das? Ich hab doch Holz. Muss nicht verstehen, oder? Geht nicht. Es hat aber... Sag mal, willst du mich... ärgern? Ja gut, so von der Seite geht's, ne? Aber von frontal geht's nicht. Das ist aber schade. Komme ich hier wieder nicht hoch? Doch. Ich würde aber ganz gerne die unterste Leiter weghauen, dass sie mir nicht hinterherkommen. Und jetzt ist die Frage, ob es noch geht. Nee, mit dem nicht. Vielleicht mit dem Woodframe da drin. Und ja. Ja, das geht. Mit dem Woodframe geht's. Mir gefällt das hier nicht mit der Seite. Ich will mir da auch keine Treppe reinhauen. Ist jetzt auch nicht so richtig elegant, ne? So ist auch ganz unelegant. Moment, das wird doch nie funktionieren. Wenn ich das so mache, dann ist doch die Decke ist doch hier nicht hoch genug, oder? Moment.
Moment, das haben wir gleich. Ich würde aber ganz gerne... Dann nehme ich den hier noch weg. Ich möchte da einfach nur bequem hochlaufen können. Es reicht mir schon, dass ich da um die Ecke muss. Ey, langsam krieg ich Durst. So, das sollte dann aber gehen, dass ich da hochkomme. Hm. 22 Uhr, Mensch. Ich muss da echt aufpassen. Ehe man sich versieht, alles klar. Und damit ich hier gar nicht erst weiterkomme, setze ich mir hier noch einen Frame rein. Hä? Wo ist denn das Licht hin? Ich dachte... Okay. Aber ich habe ja Fackeln. Dann können wir uns doch hier am Ende eine Fackel hinhängen. Das ist doch schön. Das ist doch gut. Ja, und wir kommen auch hoch. Alles klar. Läuft. Gut, dann müsste ich hier am Ende auch nochmal die Fackel weghauen. Die Leiter weghauen, glaube ich. Eventuell. Jetzt komme ich hier wahrscheinlich nicht mehr hoch. Ah doch, das geht noch. Gut, aber in die Richtung möchte ich in der Regel ja auch nicht flüchten, sondern aus dieser Richtung weg. So. Uah, schwierig. Okay, so, dann kann ich nochmal anfangen, hier mein Dachgeschoss oben zu setzen und 2237. Damit würde ich jetzt aber dann in der nächsten Folge weitermachen. Ich muss es hier nicht auf die letzte Minute ankommen lassen. Ich kenne mich, dann versehe ich mich einmal und zack ist Mitternacht und dann kriege ich heute nichts mehr zu essen, weil ich dann noch 3 Folgen oder so am Stück aufnehmen muss. Das wäre auch schwierig. So, gut, dann wie gesagt, Feralhorde ist absehbar, wann sie kommt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir hier dann die Stange haltet und ich bin echt gespannt, was das wird. Wie gut das funktioniert, ob das funktioniert, ob die mir die Hütte komplett auseinanderpflücken. Ihr habt da verschiedene Meinungen gehört in den Kommentaren. Gelegentlich kommt mal, die 21er, die geht noch. Ich bin gespannt, ob das reicht mit den Spikes und so. Wir werden Munition noch mal ein bisschen nachrüsten am nächsten Tag, denke ich mir. Und wir haben ja noch den ganzen Tag Zeit, Sachen zu machen. Das ist auch ganz gut so. Okay, dann bin ich jetzt mal weg. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss.